Freunde, 18 Uhr. Es ist soweit. Wir starten mit dem neuen Life is Strange Game. Life is Strange True Color. Let's fucking go. Ich bin so gespannt, Alter. Ich freue mich so auf das Game. Nochmal ein fucking dickes Dankeschön an Square Enix, dass wir heute das Spiel vor allen anderen zocken können. Und das macht mich so happy. Ganz dickes Shoutout und vielen, vielen Dank daran, Chat. Es geht los. Die X12 ist instable. Ich merke, das leckt so ein bisschen, oder? Hey. You know, sometimes life is tough. Fortfahren? Irgendwie habe ich das Gefühl, meine Facecam ist ein bisschen am laggen. Aber ich muss gleich mal gucken, ob es geht. Neues Spiel. Steph Story. Okay, neues Spiel. Life is Strange. True Colors. Ein erzählerisches Spiel mit Spielentscheidung. Deine Tatenentscheidungen haben sie Konsequenzen. Das unten laggt die Schrift. Also, Alex. Es ist endlich soweit. Du bist seit 8. Das Game ist laggy. Okay, habe ich mir gedacht. Wir machen Folgendes. Ich mache keine Bildschirmaufnahme, sondern ich mache eine Game-Aufnahme. Und dann müsste das besser laufen. Are you winning, son? Yay, two monitor share, nie klav. Ich spiele sonst einfach das nicht, das X. Ich starte das einfach nochmal. Was meinst du? Was meinst du, Ace? Mach ohne die X12. Ja, mache ich auch. So, ich mache eben ganz kurz. Nö. Spielaufnahme. Sorry, Chat, dass ich das einmal ganz kurz. Genau. Zack. Und dann nehmen wir Life is Strange. Da ist es. Okay, mal gucken, ob es jetzt besser läuft. Ach, chillig. Es ist im Hintergrund. Im Vordergrund. Ich pack's mal so. Ich werde wahrscheinlich auch wegen der Unterschrift gleich Ich werde gleich die Szene wechseln wahrscheinlich. Aber gucken wir mal. So, ist irgendwas laggy? Nee, alles easy, oder? So, warte mal ganz kurz. Wie ist es, wenn wir es in diese Szene machen? Ist es besser so? Wir wollen die Leistung wegmachen, oder? Damit man einfach mehr sieht davon. Ich würde sagen, ja. 100 war besser. Perfekt. Dann machen wir die hier. Okay, perfekt. Let's go. Also, los geht's. Also, Alex, es ist endlich soweit. Du bist seit 8 Jahren in der Wohngruppe Helfende Hand. Wir haben eine Menge durchgemacht. Ja. Und jetzt verlässt du uns, um bei deinem Bruder zu leben. Meinem Bruder Gabe. Hier steht, er lebt in Haven Springs, Colorado. Stimmt das? Ein großer Schritt. Wie sieht es mit der Schule oder einem Job aus? Mein Bruder meinte, ich kann ein paar Schichten in der Bar übernehmen, in der er arbeitet. Geile Synchrostimme. Dann arbeitest du mit Menschen. Ich denke schon. Weiß denn dein Bruder von deinen Problemen? Probleme. Ist das eine offizielle Interviewfrage, Dr. Lin? Alex, du weißt, du liegst mir am Herzen. Und nach allem, was passiert ist, will ich wirklich nur das Beste für dich. Er weiß nichts. Das wird niemand, sobald ich hier weg bin. Dann bin ich ein normales Mädchen in einer normalen Stadt. Yes.
I'm hyped! Kapitel 1, Seite A. Bro, wie cozy sieht das da aus? Da will ich einfach wohnen! What the fuck? Gabe meinte, ich soll ihn bei der Brücke treffen. Ich kann es kaum erwarten, ihn zu sehen. Wie schön! Oh, das sieht so gut aus, Chat. Ich check nur mal kurz die Einstellung, ob man irgendwas noch hier Livestream. Ich kann mein Twitch, glaube ich, Crowdchoice. Wollen wir das aus? Wollen wir es einmachen? Okay, ja. Oi. Das ist beautiful, Chat. Oh, mein Gott, wie geil ist es auch mit den Bergen. Ey, wirklich, das ist so ein Teil von Amerika, den ich einfach nur chillig finde, ne? Ich weiß nicht, ob das in Oregon oder Washington oder so ist. Aber irgendwo da in der Ecke safe, oder? Ein Bächlein! Colorado, seht ihr? Colorado! Sinino! Oh! Ja, da wo South Park spielt, da ist es. I'm a phoenix in the water. A fish that's learned to fly. Happy Birthday, Nick. Ich hoffe, es stört dich nicht, wenn meine Torte erst in 1-2 Wochen kommt. Aber ich versichere dir, dass die Überraschung darin dich umhauen wird. Hat auch was mit Hemmungslosigkeit zu tun, Louis. Jonas, danke schön, vielen Dank. Ich bin sehr gespannt, aber du weißt, ich habe am 5. Februar erst Geburtstag. Ich wollte den Musikpart nicht skippen, deswegen. Hört einfach kurz auf zusammen, bitte! Griechenland, danke für 5 Monate. Vielen Dank. Warte ganz kurz. Die Szene ist ganz drauf. Ah. Sorry, ihr habt recht. Oh mein Gott, ich bin so am Zerstören. Sorry, so ist es besser, oder? Sorry. Jetzt aber! Wow. Oh. Space gehen? Alex. Oh, ist das mein Bro? Oh Mann. Er ist es wirklich. Gabe, yeah. Das ist die angemessene Begrüßung, wenn man seine Schwester nach 8 Jahren wieder sieht. Yo, are you stuck? Umarm oder Handschlag? Natürlich umarm! Ich wäre cool mit einer Umarmung. Warte, konntet ihr da gerade abstimmen? Quetschen auch zur Begrüßung? Ich freue mich so, dich wiederzusehen. Unglaublich, du bist hier. Glaub's ruhig. Sorry. Ich glaube, ich war zu schnell.
Sie ist jetzt erwachsen. Ich habe so viel verpasst. Ich bin gewachsen, hä? Ja, ja. Das hat die Zeit so an sich. Bereit die Stadt. Wait, es schreiben ein paar Leute, dass es laggt. Chat laggt es? Ich sehe das nämlich gar nicht. Bei Kunden? Also bei mir laggt gar nichts, deswegen frage ich nur. Ich will nur sicher gehen. Nee. Okay. Die meisten, das sagt kein, also es laggt gar nicht. Tun wir es? Ich bin nervös. Are you winning, son? Okay, da könnt ihr, glaube ich, nicht abstimmen, Chat. Vielleicht nur bei anderen Entscheidungen oder sowas? Justin, danke für dein Prime. Vielen, vielen Dank. Na klar, rocken wir los. Kein Plan, wo das herkam. Rocken wir los. Aber mir gefällt der Spirit. Ja, wahrscheinlich nur bei den wichtigen Entscheidungen, okay. Bin ich auch sicher. Die Black Lantern ist die Straße runter. Du weißt, dass ich über einer Bar wohne, oder? Mega. Wie war die Fahrt? Du musst fertig sein. Mir geht's gut. Die Fahrt durch die Berge war unglaublich. Eleanor, hey. Alex ist angekommen. Alex, das ist Eleanor Leith, Besitzerin des Blumenladens und der absolute Sonnenschein von Haven Springs. Muss man die anderen Teile kennen? Nein, müsst ihr nicht. Es ist schön, komplett neu. Endlich kennenzulernen. Willkommen. B-Boomer. B-Boomer Hug. Wir sind froh, dass du hier bist, Eleanor. Alex. Gabe hat oft von dir erzählt. Ich freue mich, hier zu sein. Flowers. Sie wirkt echt nett. Ja, sie ist toll. Sie liebt es, Leute zu umarmen. Habe ich gemerkt. Willkommen in Haven. Wow. Wow. The Silver Dragon. Das ist ein Hanfschuppen, Alter. Oh. Echt hübsch. Das ist mega nice. Ist das der erste offizielle Halt der Tour? Ganz genau. Drin findest du unser wertvollstes Ausstellungsstück. Gabe Chen kauft Blumen zur Besänftigung seiner wütenden Freunde. Damn. Oh, ich kann's kaum erwarten. Die Kritiken waren durchwachsen. Hey, Gabe. Riley, das ist meine Schwester Alex. Sag mal, was ist deine größte Schwäche? Duh, she's beautiful! Riley! Was? Ist für ihre College-Bewerbung. Wir überlegen schon seit Tagen. Gabe besteht darauf, dass ich ehrlich antworte. Es ist immer besser, eine ehrliche Antwort zu geben. Was wäre die Alternative? Lügen? Nicht lügen. Eher strategische Halbwahrheiten. Wie ich arbeite zu viel oder ich rette zu viele Welpen. Den Schwachsinn riechen die sofort. Ich habe versucht. Ich, wenn ich sage, hey, Charlotte ist zu warm, ich kann nicht. Sie zu warm. Ach ja. Was würdest du tun? Sei ehrlich, sei clever. Ich bin immer der Ehrliche. Also, Redog, ich bin halt ehrlich, ne? Es haben auch so viele geschrieben, Nick, yo, und was ist es morgen? Morgen ist das und das. Und ich denke mir so, Bro, shut the fuck up. Ich bin ehrlich. Oh, warte, WhatsApp-Web ist noch offen. Sei ehrlich, ich bin ehrlich. Ich würde ehrlich sein. Das ist oft nicht leicht, aber dann wirkst du viel... Ben, danke für dein Prime, Mann. Vielen Dank. Sag ich ja. Wow. Ihr beiden scheint mir jetzt schon ein echtes Dreamteam zu sein. Sieht so aus. Ja, der Blumenladen ist voll schön. Alex, ich brauche deine Hilfe. Welche kaufe ich für Charlotte? Ich weiß, dass sie Sonnenblumen am liebsten mag. Aber ich habe online gelesen, dass man sich am besten mit einem Strauß Maiglöckchen entschuldigt. Ist Maiglöckchen also? Nicht so... Nein, Digga, ich würde Sonnenblumen nehmen. Sonnenblumen also, sind viel cooler. Charlotte Sonnenblumen liebt? Dann nimm doch einfach Sonnenblumen. Genau das dachte ich auch. Sure. Weißt du, wenn Mac mir nur halb so oft Blumen kaufen würde. Naja, dann wäre er nicht Mac. Weißt du, wenn das Blumenmädchen von nebenan nur genauso aussehen würde wie Riley, dann wäre ich nicht Single. Immer noch so ein Hin und... Irgendwie schon. Gerade läuft's gut, aber frag mich in 5 Minuten nochmal. Darf ich anschreiben? Ja.
Willst du Mac echt nicht von der Bewerbung erzählen? Nein, noch nicht. Vielleicht später. Okay, wie du meinst. Wir können los, wenn du willst. Alles klar. Ich sehe mich vielleicht noch ein wenig um, bevor wir gehen. Okay. Ab und zu sehe ich mal so einen kleinen Legging. Ich würde gerne noch mal ganz kurz ausprobieren. Und dann sind wir auch wirklich dann erstmal. Wie es vielleicht mit einer Aufnahme von dem Bildschirm. Ah, warte. Mit einer Game-Aufnahme ist. Mit der Spielaufnahme, sorry. Fenster. Game-Aufnahme. Spielaufnahme. Zack. Bestimmtes Fenster erfassen. Life is Strange. Das Ganze dahin. So. Ich teste das nur mal ganz kurz, ob es jetzt vielleicht ein bisschen flüssiger läuft noch. Are you winning, son? Sieht so aus, oder? Fraud and stream here gefund in zu haben krasse Chat. Cool Mods. Scheiß Streamer direkt für 6 Monate Jessat. Ach, da fehlt was im Bild. Lul W. Aber ein ganz Lul W, Alter. Okay. Fabio, danke für 2 Monate. Vielen Dank. So, was haben wir denn hier? Einen Stuhl. Ob schon mal jemand auf diesem Dekostuhl gesessen hat? Digga, das sieht absolut geused aus. Wie sollte keiner drauf sitzen? Vogelhäuschen, irgendwie so ein... Ups, was war das denn? Gartenbücher? Wie bringe ich alles, was ich anfasse, um? Ein Gärtnerleitfaden von Alex Chen. Das sind ja nur Omas! Oh, hier sind so Sachen zum Anpflanzen. Grußkarten. Keine Karte, auf der steht, für meinen Bruder, den ich 8 Jahre lang nicht gesehen habe, weil das Pflegesystem uns auseinandergerissen hat. Hm. Schade. Feels bad, man. Man kann wirklich alles aufwerten, wenn man einen Strauß Blumen reinstopft. True that. Also, es sieht echt schön aus. Oh mein Gott, Garten. Ich will auch irgendwann einen Gartenzwerg haben. Ich muss sagen, Gartenzwerge sind so cool. Hm, der hat so einiges gesehen. Warum hat er eine Sonnenbrille? Yeah, you got genommen. Hä, bruh, findet ihr Gartenzwerge nicht so cool, Chat? Okay, sagt mir jetzt nicht, dass ihr Gartenzwerge gruselig Perfekt. Findet. Nee, echt nicht, okay. Nur die Harten kommen in den Garten. Voll. Und du kannst es nicht lange warten. Oh Gott, bitte hört auf. Zu hart? Well. Vogelhäuser. Tiny Houses werden offenbar immer beliebter. Nicht bei Nova. So, Maiglöckchen. Hoffentlich mag Charlotte die Sonnenblumen. Okay. Was haben wir hier hinten? Ui. So sieht die City von oben aus. Hat Gronkh da nicht eine Stimme? Ja doch, ich glaube, Gronkh hat tatsächlich was synchronisiert in diesem Game. Employees only, employees only. Ich bin noch Employee. Kidding. Just kidding. Okay. Dann sprechen wir mal mit der süßen Riley. Riley Reed. Riley Reid. Wie heißt die nochmal, diese... Oh, wer die wohl sind? Es ist Oma und Opa. Süß, oder? Ja. Sind das deine Großeltern? Nein, aber sie bedeuten mir viel. Alistair und Ava Murphy. Oma hat ihnen das Gebäude vor meiner Geburt abgekauft. Oh. Hoffentlich wirft mein Ratschlag sie nicht völlig aus der Bahn. Ach, wird schon passen. Okay. Hoffentlich wirft mein Ratschlag sie nicht völlig aus der Bahn. Warte mal ganz kurz. Ach, wird schon passen. Oh, warte mal, mit rechts kann ich meine Fähigkeit aktivieren. Was, wenn ich nicht genommen werde? Scheiße. Was, wenn doch? Bin ich schon bereit zu gehen? Okay, also, Riley so viele Gedanken wir können hat, Gedanken lesen. Ist diese Stadt vielleicht doch nicht so übel? Wir können Gedanken lesen. Hoffentlich wirft mein Ratschlag ja, sie hoffentlich, nicht völlig hoffentlich, aus der Bahn. Okay. Ach, wird schon passen. Eine Statuette. Ein Muss für jeden verzauberten Garten. Okay, das ist nice, Chat. Das würdet ihr euch holen, oder? Eine Statuette. Hey, lass mich mal an die Kasse. Das ist ein Überfall. Gib mir das ganze Geld. GTA 4 auf einmal, Digga. Okay. Müssen wir jetzt irgendwie einfach nur rausgehen oder was? Wahrscheinlich.
Dann los. Keine Smell. Like a bug. Danke. Wir sehen uns, Riley. Ehrenjäger. Von der Leiter schubsen. Von der Leiter schubsen. Von der Leiter schubsen. Wie lange bist du schon mit Charlotte zusammen? Ungefähr 3 Jahre, glaube ich. Dann gibst du sicher viel Geld für Blumen aus. Sie ist es wert. Heaven's Drugs. Yeah, man, good stuff. Yeah, man. Warnung. Wow. Danke für die Info. Warning signs with sound prior to the... So, hier ist es. Oh, the Silver Dragon. Let's go, Alter. Orange Sweet Sativa. Wild Rose. Da wird sich einer durchgedübelt. Ich wette, Gabe hält den Blumenladen ganz allein über Wasser. Gabe Chen. Der perfekte Boyfriend. Voll, oder? Warte, arbeitet seine Freundin. Wogen. Nur eine Minute. Retalk im hey, ich stell dich noch vor, nur später. Okay. Ist echt kein Problem. Wir können jederzeit damit aufhören. Das dauert länger als eine Minute. Wer ist er, Ethan? Oh, hallo. Gabe ist dein Bruder, oder? Ich bin Ethan. Gabe, ist da ein Problem, wenn das wäre? Hi Ethan, ich bin Alex. Was liest du da? 9. Wächterin. Oh, hat sie das Zepter der Klarheit schon gefunden? Sie sucht noch danach, aber ich glaube, sie braucht... Nice Spoiler! Nice Spoiler, Ethan! Verschwinden, das ist meine Art Kraft. Ich hätte lieber den Feuerring. Jo. Ich würde lieber Feuer verschießen und meine Gegner zu Asche verbrennen. Was, wenn der Feuerring versehentlich beim High Five losgeht? Zu riskant. Den Punkt habe ich gar nicht bedacht. Wenn du Comics magst, kann ich dir mal meinen eigenen zeigen. Den würde ich gern sehen. Cup. Jetzt nimmst du deinen Hentai raus. Du kannst ihn haben, wenn du willst. Ich habe noch eine Menge Kopien, die ich im Plattenladen verkaufe. Das ist actually cool. Das ist mega cool. Ein Ritter, der nach Hobbiton geht. Ich lese ihn sofort. Gehst du zelten? Kennst du die Mine? Ich weiß, dass es eine gibt. Es gibt in den Bergen viele alte Tunnel. Ich glaube, ich habe einen Weg reingefunden. Also, ich bin keine Expertin, was Minen angeht. Aber ich hätte ja schon ziemliche Angst. Ach, ich mache öfter Erkundungstouren. Das ist gar nichts. Okay. Schön nach Diamonds Farm da unten. Oh Mann. Bin ich sehr gespannt, ob wir da reinkommen. Das hätte ich dir nicht erzählen sollen. Was? Nein, ist okay. Mach dir bei mir mal keine Sorgen. Gabe und ich waren ständig an Orten, an denen wir nichts verloren hatten. Danke, Alex. Rocky Mountains Record Traders. Ich seh mich mal im Plattenladen um. Ah, das ist, ja stimmt, das ist ein Plattenladen. Das Mining Museum. Minecraft Steve, jupp. Aber ey, das sieht alles so cool in dieser Stadt aus, wirklich. Oh, wow. Yo! That's cool! Down. Der sieht wirklich nice aus, der Lattenladen. Erinnert mich an den Laden, den ich früher ständig war. Malalu, dankeschön für 2 Monate, Mann! Er hat wochenlang das Geld von seinem miesen Autowaschjob gespart, damit wir neue Platten hören konnten. Ehrenmann. Echt verrückt. Nach all den Jahren stehe ich hier und warte jetzt wieder im Plattenladen auf meinen großen Bruder. Nur dieses Mal kaufe ich die Platte. Die Papa-Platte. Niemals. Sie jammt einfach. Ist das eine Zoe?
Wenn man mich im Chat Dorne wohl, dann eben anders. Peppe, hab ich irgendwas verpasst im Game? Danke für die 5, Jobber Larry. Du schaltest actually noch recht zum Anfang rein, deswegen alles gut, Mann. Alles gut. Oh. Unicorn Sandwich oder Zombie Parade, Chat? Was ist cooler? Unicorn Sandwich oder Zombie Parade? Zombie, Zombie, Zombie. Okay. Oh, ist sie taubstumm? Bewohner von Haven Springs, Das war The Wednesday mit Bomb Squad. Und als nächstes kommt ein ganz besonderer... Cool, hat sich geklärt. So eine Mädchen. Ach so, von dem Mädchen. Digga. She hard. Der Laden ist im Moment geschlossen. Was etwas verwirrend ist, man offensichtlich aufhat. Moment, bist du Alex? Die bin ich. Wow. Gabe spricht schon seit Ewigkeiten davon, dass... Ryan. Du mal kommst. Ich bin Ryan. Hi, Ryan. Freut mich. Okay! Doty! Okay! Let's go! Userman, Bro, what the fuck, dude? 25 verschenkte Subs, holy shit! Userman, Digga, Chat, lass ganz, 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 ganz viel kranke Liebe für Userman da, Alter, Bro, danke, Mann. Vielen, vielen Dank für 25 Verschenkte, das ist insane, Mann. Liebe geht raus, Userman, das ist einfach nur crazy, Mann. Kuss, Bro. Ich danke dir, Alter. So, ein weiter Weg von Portland. Holy shit. Was hältst du von Haven? Überlege noch, cool bisher. Ich würde sagen, cool bisher. Bisher sieht es ziemlich cool aus. Dieser Plattenladen ist echt unglaublich. Sowas habe ich hier echt nicht erwartet. Yep, unser kulturelles Wahrzeichen. Können wir darüber reden, wie geil Ryan ist? Lia ist so ein, sie findet halt so Sam und Dean Winchester so geil und Ryan ist auch so ein Winchester-Bruder. Also, der Laden ist geschlossen, aber sie haben ihn nur für dich geöffnet? Du musst dir etwas sehr Wichtiges abholen. Naja, nun, das könnte man so sagen. Der Naturkundler-Leitfaden... Excuse me, Mami. What the fuck? Zopper, Digga. 26 verschenkte, Digga. Holy shit. Vor allen Dingen 26, so ein mehr als Userman. So richtig so. Userman 25, Jobber Larry 26 verschenkte. Digga, einen mehr drauf. Now battle. Postman 27? Anybody? Jobber Larry, danke für 26 verschenkte. Also Real Talk, das ist so fucking viel. Digga, was zur Sölle, Bro? Digis Nigla für Jobber Larry. Vielen, vielen, vielen Dank für die ganzen verschenkten Subs. Das ist mega sweet von dir, Mann. Kuss, Bro. Du bist der Heftigste. Für die Rufe heimischer Vögel. Are you an insane? Wow, das ist... Logistil, Dankeschön für dein Prime. Danke, Mann. Das ist anders oder nerdig? Das ist anders. Nerdig ist ein weirdes Wort. Willst du Ryan für dich gewinnen? Also, der scheint nett zu sein, auf jeden. Warum nicht? Wirklich mal was Besonderes. Ist eine ziemlich unbekannte Platte. Der National Park Service gab ihr 5 Sterne. Der scheint nett zu sein, Chad. Also, er ist auch hot, bist Mann. Du ein... Colorado State Park Ranger. Jetzt ergibt das alles Sinn. Er ist ein Ranger, okay. Schade, dass der Laden zu hat.
best. Tierra, danke für den Schub 1. Ich wollte ein Geschenk für Gabe suchen, aber ich finde sicher was anderes. Und Angie, auch Dankeschön für 17 Monate Tier 1. Ich weiß nicht mal, ob er überhaupt noch Platten hört. Was tut er? Charlotte hat ihm gerade erst einen Plattenspieler geschenkt. Wenn ich mich nicht täusche, hat er etwas zurücklegen lassen. Oh, seine Stimme ist so geil auch einfach. Du arbeitest also nicht hier? Steph hat sicher nichts dagegen. Das wird der einfachste Deal, den sie je abgeschlossen hat. Wenn ich nur die Warteliste finden würde. Mist. Die war hier doch irgendwo. Hilfst du mir suchen? Klar. Ich? Eine Idee, wo wir anfangen sollen? Keinen Plan. Steph lässt wirklich überall Zeug liegen. Halte Shift gedrückt, um Alex schneller zu... Ah, ich kann ein bisschen schneller laufen. Verstanden! Moment. Ist das die Warteliste? Erschrecken oder bewegen? Ganz also. Ruhig. Nur kurz. Oh! Chill! Bin überrascht, dass du noch beide Hände hast. Naja, leider sitzt sie auf der Warteliste. Spielzeug weglocken, als wir es finden. Hilf mir mal. Are you winning, son? Kuss, kuss, schnack, schnack, Nebox! Nebox! Danke für 10 Monate! Vielen, vielen Dank für 10 Monate Support, Nebox. Kuss, kuss, Bro. Okay, erschrecken. Drück mal Tab. Oh, ein Handy. Warte, warte. Haven Spring. Warte, Chat. Ist es wie dieses Jodel? Ist es so wie Jodel, was hier ist? Meine Schwester Alex bekommt. Oder Twitter? Eher wie Twitter. Oh ja, das ist wie Twitter. True. 2012 Handy, bruh. Okay. Erschrecken wir die Muschi. Oh, Leute, die Muschi zu Katze sagen. Fuck. Okay, also du bist eine richtig freche Katze, weißt du? Du hättest kein Leckerli von mir bekommen. Oh, die Gitarre sieht aber sick aus. Notfallgitarre. Im Falle einer coolen Jam-Session Glas zerbrechen. Bänge. Arbeitsplan? Arbeit ist eine exzellente Art, um verantwortungsvolles Verhalten zu lernen, Alex. Too base, true. Radiokabine. Ey, das sieht so cool aus da drin. Ich finde es toll, dass die Stadt ihre eigene Radiostation hat. Das ist so cool, Alter. Colorado steht auf alternativen Rock. Okay. Bestellkiste? Die Platte ist hier drin. Aber welche ist es? Scheint, als bräuchte Ryan Hilfe bei der Suche nach dem Spielzeug. Glück gehabt mit dem Katzenspielzeug? Noch nicht. Also, was denkst du? Irgendeine Ahnung, was Gabe so hört? Banjo, Dubstep, A Cappella, Screamo. Was hörte der? Banjo, Dubstep? Was soll denn bitte Banjo, Dubstep sein? A Cappella, Screamo? Ja, komm, Banjo Dubstep, let's go. Ich glaube, er fährt voll auf die akustische EDM-Szene ab. Ist das nicht ein Widerspruch? Wie in jeder guten Musik. Wow. Dieb. Tja, es gibt nur einen Weg, das rauszufinden. Tief. Dann suchen wir mal das Katzenspielzeug. Wo kann es denn nur sein? Können wir seine Gedanken lesen? Warte. Ansehen? Interessanterweise nicht mit Stickern vollgeklebt. Vielleicht in der Box? Was wäre, wenn er nichts anderes mehr hört als Smash Mouth? Und vor allem Coverbands. Ugh. Dann enterbe ich ihn.
Scheiße. Da sind nur Sticker drin, Digga. Keine Sticker drauf, aber Sticker drin. Okay, Schublade. Was ist mit der Schublade? Sei bitte da drin, Spielzeug. Die Spannung bringt mich noch vielleicht da drin. Vielleicht sind's ja Celine Dion's Greatest Hits. Celine Dion! Celine Dion? Eine echte kanadische Legende. Nichts. Okay, Kasse vielleicht einfach mal. Kannst du in der Kasse nachsehen? Als ob das Katzenspiel in der Kasse ist! Aber was, ist? Wenn es 3 volle Stunden Improvisation mit Jazzflöte sind? Die er sich reinzieht, während er vernichtende Filmkritiken schreibt. Ja, während er einen 50 Dollar Americano schlürft. Nichts. Kein Spielzeug. Auch kein Geld, oh Megalul. Okay. Schrottkiste. Was ist in der Schrottkiste? Komm, da ist das Spielzeug drin, Digga. Vielleicht ist es in dem Karton. Ja, da ist es doch. Da ist es, dieses Schnurding. Das hat Felina und Palico haben das auch. Oh. Und da haben wir es. Gut geraten. Oh, was? Das ist aber nicht, was sie haben. Das ist ein komischer Elch, Digga. Das findet die nice? Halt die Ohren steif. Falls ich durch diese Katze tragisch zum Tode komme, sag Gabe, dass es mir leid tut. Okay, let's go. Die 9. Wächterin, Heldin der intergalaktischen Friedenskriege und Freundin einsamer Kinder auf der ganzen Welt. Auswahl der Angestellten. Okay, Steph. Mal sehen, worauf du stehst. Steph, okay, warte, lass mal gucken. Ich verspüre hier Indie-Vibes. Delightful. Very delightful. I am the Globgol Globgalak. Okay. Forbidden echt Songs. Obskure Indie-Vibes. Ey, okay. Und so bunt. Bro, das klingt irgendwie nach ganz Sweet Songs. Katharina Griffey, danke für dein Prime. Vielen Dank dir, Mann. So. Katzi. Ja! Ha. Wer ist jetzt das überlegene Säugetier? Ah, wie süß! Wow. Gute Idee. Für einen Typen aus dem Wald habe ich dieses Kundenservice-Ding ganz gut drauf. Name Gabe Chen. Das ist mein Bruder. Tiny Blue Bot. Okay, Steph. Grasgross. Jet Luke. Lucan. Steph. Gabe. Kings of Leon. Okay. Er hat sich 2 Sachen ausgeliehen. Also klar. Moment. Gabe und ich haben damals ständig zusammen Platten gehört. Wir haben alles um uns herum vergessen und stundenlang abgerockt. Geil. Du musst mir unbedingt erzählen, wie Gabe als Kind so war. Je peinlicher, desto besser. Nerd oder krass? War er so der. War mein Bro so der Nerd oder der Krasse? Schon Nerd, oder? Schon Nerd, würde ich sagen. Yo, Nerd. Er tat nur cool. Aber er war ein echter Nerd. Er hat einmal so getan, als springe er von der Bühne und fiel vom Bett, verstauchte sich den Fuß. Oh Gott, Digga. War lustig. Klingt Loki nach mir. Mit deiner Hilfe kommen wir endlich mal an Gabes allerpeinlichste Geschichte. Okay, das sind dann genau 20. 20 Pounds? Nein, oh. Dein Ernst? Du ziehst das jetzt echt klar? Nein, komm schon. Hast du überhaupt irgendeine Ahnung, wie viel Zeit ich da reingesteckt habe? Lia! Ich kann nicht vorbeikommen, ich arbeite gerade. Das nennt man einen Job. Tja, aber wer noch nie gearbeitet hat... Ich kann gern übernehmen, wenn du kurz raus musst. Hey, warte mal kurz. Meinst du das ernst? Du hast doch eine Playlist, oder?
Ich glaube, das kriege ich schon hin. Du bist meine Rettung. Oh, aber kein Vogelgezwitscher. Bin schon auf dem Weg. Oh. Die Orga von dem Lab nervt so krass. Okay, okay. Alles okay? Mir ging's nie besser, jetzt schon. Jetzt schon. Sagen wir mal jetzt schon. Sorry. Ich war gerade irgendwie neben der Spur. Danke. Ist okay. Ah, ich wusste, dass ich dich hier finde. Ist wieder alles gut mit Charlotte? Dank deiner Hilfe. Ihr müsst euch kennenlernen. Ihr versteht euch bestimmt. Also, meine zwei liebsten Menschen an meinem liebsten Ort. Was führt euch hierher? Reden über Vögel. Ja, über Vögeln. Wir haben uns unterhalten. Über Vogelrufe und Vogel-CDs. Er ist ganz vernarrt in Vögel. Schuldig. Schuldig? Oh, ist schon, so cool! Wow, ist mein Crush! Was für ein Glück, dass ihr euch jetzt kennt. Dieser Kerl ist nicht nur mein bester Freund, sondern auch der beste Touristenführer für Haven weit und breit. Und dieser Kerl zapft die besten Biere. Hey, noch was. Mac war vorhin hier und er will dringend mit dir reden. Er weiß, wo er mich findet. Meine Schicht fängt in 20 Minuten an. Kommst du mit? Also. Ich komme nach. Ich muss noch eine Radiosendung moderieren. Junge, Lee hat immer einen 20-Sekunden-Delay. Ich check's auch nicht. Tust du das komplette Gameplay auch auf YouTube? Ja, wahrscheinlich laden wir es auf dem Zweitkanal hoch. Ja, sehr wahrscheinlich. Kamado! Machen wir das, bitte! Kannst du auch uncutted lassen. Keine Arbeit für dich. Was dagegen? Klar, kein Problem. Was geht, Monsterjäger Thaynor? Hey! Eine Woche bis zum Lab. Aufgeregt? Auf jeden Fall. Guter Mann. Wir müssen uns noch mit Snacks eindecken. Dieses Lab ist so ein Festival? Meinst du, wir fahren mit Steph? Wir schauen mal. Sie ist der GM, also muss sie wahrscheinlich sehr früh in Denver sein. Was geht heute Abend? Mom sagt, ich soll in der Lantern bleiben, bis sie von der Arbeit zurückkommt. Aber, ich wäre echt lieber zu Hause. Live-Action-Roleplay. Okay? Oh, okay. Geht klar, Mann. Aber ich sehe mir nachher deine Hausaufgaben an. Mach die fertig, kapiert? Kapiert. Hat mich gefreut. Ja, mich auch. Süß. Bis dann. So weird, du in dieser Dad-Rolle. Dad-Rolle? Nein. Nein, 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 nein. Ich bin besser als ein Dad. Ich bin wie ein Dad Plus. Was ist ein Dad Plus? Wir vertrauen uns. Erzähl. What? Die Dinge, die ihr Charlotte nicht sagt. Ethan hat gelogen, was das Erkunden der alten Mine betrifft. Er hat mir sein Geheimnis anvertraut. Soll ich es bewahren? Oder soll ich ihn verpetzen? Ja, ich würde sagen, das Geheimnis bewahren wir, oder? Wir snitchen nicht. Wir snitchen nicht. We don't snitch. We don't do that. Ja, du bist nur wie Pooh der Bär für Ethans Christopher Robin. Ja, genau. Genau so ist es, ja. Außer dass... Der Pedobär für Christopher Robin. Seine Mom. Dann kennst du meine Pooh der Bär Fanfiction noch nicht. Okay. Wow. Was? Gehen wir deine Sachen ablegen? Okay. So sieht also eine Bergbaustadt aus. Ich dachte, hier würden mehr Typen in Overalls rumlaufen. Mit komplett verrußten Gesichtern? Ganz genau.
getan, wird so elendig in der Mine verrecken, Omega Lul. Bro, call es bitte nicht. Bitte call es nicht. Was wird hier denn ab? Ich hab auch Angst, dass dem was passiert in dieser Mine. Gebaut. Damals war Silber, ist ewig her. Und jetzt? Uran. Die sprengen diese riesigen Löcher in die Berge und verkaufen das Zeug an Atomkraftwerke. Oh. Wow. Ja, heute Abend gibt's sogar die nächste Sprengung. Oh Gott, nein! Nicht krass. Glaub ich gern. Nein! Sieh mal an. Heute Abend eine neue Sprengung. Hey, ich muss dir jemanden vorstellen. Alex, wer ist er? Das ist mein Kumpel Jet. Digga, das ist so ein Gold, Kumpel, das ist so ein Goldminer. Hör dir diesen Bullshit an, er meint sein Boss. Jet, mein Name ist Jet. Gehört die Black Lantern. Seit ungefähr 12 Jahren. Schön, dich zu treffen, Alex. Howdy. Verdammt viel von dir gehört. Howdy, Partner. Ja? Nur schlimmes Zeug. Überwiegend Lügen. Dein Bruder labert nur Scheiße, wusstest du das? Er hat sich fast in die Hosen gemacht, als er hier auf dich gewartet hat. Gefickt! Nur fast? Oh, ist die Hose diesmal trocken geblieben? Freut mich, Gabe. Ich mag sie. Der Typ ist cool. Ja, sie ist in Ordnung. Wir gehen rein, kommst du mit? Komme gleich nach. Ich wollte mich mit Eleanor treffen wegen der Dekoration für das Frühlingsfest. Hat er schon vom Fest erzählt? Nicht so wirklich. Ich erzähl dir später davon. Wenn der anfängt zu reden, hört er nicht mehr auf. Ich bin redselig, verdammt nochmal. Das nennt man charmant. Oh, bevor du gehst, will ich dich lieber mal warnen. Mac hat sich wieder diesen Scheiß in den Kopf gesetzt. Hab's gehört. Ja, naja. Nur, dass du's weißt. Pass lieber auf. Egal, kommt erstmal in Ruhe an. Alex, hat mich gefreut. Gleichfalls, Jet. Also, Frühlingsfest klingt wie Abschlussball in den Bergen. Es ist viel cooler, als es klingt. Ach, als ob. Hier geht doch sicher so ein Wickerman-Shit ab. Hey, woher weißt du das? Wickerman? Es ist ein Wickerman. The Black Lantern. Da habe ich letztens so ein Video gesehen, das ist ähnlich. So. Ui, wie cozy. Jo, da steht sogar ein Spielautomat. Wie ich würde sagen, wie krass und wie geil gleichzeitig. Wie Kreil. Ey, das ist ja so eine coole Bude. Jetzt mal Real Talk. Und hier wohnst du? Kling nicht so überrascht. Hä, wie geil. Das ist mega nice da. Sorry. Ich versuch's nochmal. Ganz schön schäbig, muss ich sagen. Schon besser. Hm. Danke. Ernsthaft? Hä? Und das Beste ist, es ist eigentlich deins. Ich bin eh meistens bei... Hattet ihr auch ganz kurz keinen Ton? Was ist denn das immer? Es ist... Das habe ich... Ich verstehe es irgendwie gar nicht. David. Nee, das liegt, glaube ich, irgendwie an meinem Kopfhörer. Ich weiß nicht, was es ist. Sorry, Chat. Was meinst du? Wie, was meinst du mit, es gehört mir? Naja, es sind diese Orte, die Leute haben, um darin zu wohnen. Wir nennen es ein Zuhause. Ich meine es ernst. Das hier soll ein Neuanfang für dich sein. Gabe. Wie lieb von dem. Das ist ja mega sweet, Mann. Kein Ding. Versprich mir nur, dass du nicht zu viel Partys feierst und du alles abfackelst. Oh doch. Jet bringt mich um, falls das wieder passiert. Geht klar. Wieder. Hä, wie geil. Lia? Haben wir die Sache mit dem Mich-Anstarren nicht schon hinter uns? Naja. Ich habe mir dich genauso vorgestellt. Alter, das sind immer noch Geschwister. Echt? Und hast du dir mich so vorgestellt? Oh,
Also wäre es jetzt Alabama, dann vielleicht... Du bist immer noch du. Den Bart hätte ich nicht erwartet. Ich habe echt nicht erwartet, dass du einen Bart hast. Haben sie es dir nicht gesagt? Wenn du nach Colorado ziehst, bekommst du automatisch einen coolen Bart, umfassendes Wissen über Craft Beer und einen Subaru. Komisch. Davon bekam ich bisher noch nichts. Keine Sorge, ich lasse nichts unversucht, damit du dein eigenes Colorado-Willkommenspaket bekommst. Gut, denn ich habe auch was für dich besorgt. Warte, was? Eine Platte! Ah! You made it! Ach, Überraschung. Hey, ist das... Das ist das Album, das ich bestellt habe. Ich weiß, ich bin gut. Ich wollte es dir schenken. Naja, ich hab's zuerst für dich gekauft, also... Less than three. Yara Luma, danke für 25 Monate! Vivi, Dank! Ey! Homeworks are stupid! I hate homework! Mann, ich komme nicht klar. Es ist alles genau wie damals. Oh nein. Alter Ashitaka, was zum Fick? Bitte nicht. Sorry. Ist zu spät. Was macht er? Was macht er da? Was ist das? Was machst du denn da? Du bist total aus dem Takt. Digga, was macht der? Du musst Junge! Du musst dich durchfließen lassen. Nein, nein, er macht jetzt nicht Gitarre mit dem Besen. Nein, stopp. Du bist dran. Oh nein, es ist cringe, Chat. Es ist cringe. Weiß nicht, Digga. Weiß nicht. Ah, schwierig. Muss das? Verpasst. Lex Sauer, vielen Dank für 9 Monate. Ach, warte kurz. Vielen Dank, Mann. Dankeschön. Ja. Wer ist er? Hey, Mac. Mac? Was? Mac? Was ist los? Hä? Irgendwas stimmt nicht. Ich habe Rileys Nachrichten gelesen. Ich weiß, dass ihr euch heimlich getroffen habt. Es ist nicht so, wie du denkst, Mac. Was? Was? Oh, gut. Sonst hätte ich gedacht, du vögelst meine Freundin! Halt was? Ehrlich, du verstehst das falsch. Sag mir, warum ich dir nicht die Fresse einschlagen konnte. Nein, 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 nicht hier, nicht hier! Es gibt keinen Grund, Mac. Mac ist die Freundin von Riley, also der Blumenverkäuferin. Lieber mit deiner Freundin reden. Ich rede mit dir! Nicht. Ist schon okay. Jo, sie absorbiert quasi diese Gefühle
und sammelt die und spürt sie selbst. Au. Ja? Komm mir doch einmal so quer, du kleiner Pimmel! Nein, du! Deine Schwester ist echt gestört! Du bist gestört! Verflucht, ihr könnt mich beide mal! Digga! Alles gut! Autsch. Fuck! Gabe, Alex. Warte. Ist okay. Meine Schicht fängt gleich an. Super. Super. Sehr super. Digges F, Alter. Shit, okay, das ist krass. Jetzt wissen wir auf jeden Fall so, was ihr Problem ist, was sie hat. Dass sie diese Emotionen total aufnimmt und selber diese Emotionen spürt. Das ist krass. Mir geht's gut. Oh, die arme Mann. Das muss echt belastend sein. No. Mir geht's gut. Mir geht's gut. Digga, diese Bude ist chillig as fuck, Mann. Am besten packe ich erstmal aus. Geil! Wir können uns die Bude angucken. Das machen wir sofort, Chat, nach einer kleinen Pinkelpause. Ich muss ganz kurz auf Toilette und gebe Felina und Palico kurz was zu essen. Ich bin sofort wieder da, Chat. Eine Minute, alright? Bis gleich. Ich hoffe, ihr habt den guten Jam enjoyed. Ich weiß gar nicht mehr, was ich eingepackt habe. Okay, fangen wir erstmal bei der Eingangstür an. Was haben wir hier? Ein Brettspiel. Oh. Goggles. Gabe hat immer gewonnen. Der Arsch. Der Ass. Poster. Gabe scheint gut hierher zu passen. Dude, wer sind die da unten drauf? What the fuck? Helm, Spring, Celebration. Mein Hand. Okay. Minecraft, let's go. Oh mein Gott. Oh mein Gott! Oh Gott! Nein, nein! Oh. Oh Gott, nein! Hilfe! Ah! Gutes Game an der Stelle. Ich wollte schon immer so ein Fahrrad. Oh, ist es ein Aquarium? Nee, das ist einfach eine Pflanze in... Doch, das ist ein Aquarium! Da ist ein kleiner Fisch drin! Oh, der arme Digga, was ist das für ein Aquarium? Das ist aber nicht artengerecht. So, im Velo bist du noch schlechter, yo. Wahrscheinlich. So, ein Rucksack, okay. Schuhschuh?
Oh Gott, Shushu wird auf diesem schönen Bett so schäbig aussehen. Bro! Sie hat mir wirklich durch schwere Zeiten geholfen. Aber das liegt jetzt hoffentlich hinter mir. Jeder hat so ein kleines Kuscheltier von damals, oder? Sowas ist voll schön. Dieses Cormac von dem Dude. Ethan hat echt Talent. The tunnel to the monster stronghold of Demonheim collapsed. I'll have to find another way in. The uniform of the city guard, long dead from the looks of it. Blood? The trail seems to end here, unless... Hollow? Aha, he must have crawled through here. The corpse of a cloud serpent. It must have crashed to the ceiling. Perhaps if I can reach... Digga! Oh mein Gott, ich hab die ganze Zeit so gelesen wie Manga, Bro. Ich komm nicht mehr klar auf mein Leben. Okay. Yo, wahrscheinlich geht sowas, oder? Okay, weiter geht's. Briefe auspacken. Okay. Haben wir noch was im Rucksack? Fotos. Verrückt, wie sehr wir uns verändert haben. Krass. Bei seinem Begräbnis wird das safe von seinen Eltern vorgelesen. Nein, er stirbt nicht in den Minen. Es wird niemand in den Minen verletzt. Punkt. Das gibt's ja nicht. Gabe hat unsere Eltern nicht abgeschnitten. Wie erwachsen, wie sie aussehen. Mom ist gesund und Dad noch kein komplettes Arschloch. Oh, okay. Oh, shit, was ist da passiert? Oh, shit, was ist da passiert? Keine gute Beziehung zu den Eltern. Noch was im Rucksack? Tagebuch. Mein Tagebuch. Ich sollte meinen letzten Zusammenbruch darin festhalten. Also haben Gabe und Riley an ihrem Bewerbungsgespräch gearbeitet und Mac dachte, die beiden schlafen miteinander? Oh mein Gott. Das ist so dumm. Alter, wie kann man denn so sein? Bruh. Deswegen gab es die Situation. Deswegen muss es dazu kommen. Weird Champs, wirklich. Es begann mit einem Klopfen. Ich denke, ich fühlte... Tessa in Schrägstrich Wut. Bitter und eifersüchtig ist etwas mulmig, so schmeckt die Wut. Ich hatte nicht mal Zeit zurückzutreten. Sekunde später rastete ich durchs Zimmer. Was für ein Mist. Ich habe mir Lüften aufplatzen lassen, die Arme. Wie lange es wohl brauchte, um zu verheilen? Schwierig, Blut aus der Kleidung zu bekommen. Dann befühlt man sich im Unrecht. Ich mache ihr keinen Vorwurf, dass sie sich aufregte. Sie glaubt, ich bekomme im Heim eine Spezialbehandlung. Aber das tue ich nicht. Ist doch egal. Sie bleibt für sich, wie die meisten anderen. Also alles wie immer, bis eine neue Gruppe auftaucht und alles von vorne anfängt. Die haben meine verfluchte Gitarre konfisziert. Verbot für 2 Wochen. Wenigstens werde ich sie zurückbekommen. Und da hat sie einen Song geschrieben, Chat, den ich jetzt vorsingen werde. Ich verspreche dir, so ist es nicht. Kein Gefallen, keine Geheimnisse. Nichts für mich. Doch am Ende des Tages traf es auch dich. Miri, danke für 17 Monate. Vielen Dank. Isabelle, Koma, warte mal ganz kurz. Tessa, wo? Warte. Hat sie eine Persönlichkeitsstörung? Nee.
Ich mochte Isabelle sehr. Sie war lieb, hatte gerne gemalt, am Wochenende Bier für uns reingeschmuggelt. Aber ihr Depression war brutal. Sie kroch unter meine Fingernägel. Meine Augenlider waren wie Stein. Ich musste mich konzentrieren, nur um atmen zu können, als wäre mein Brustkorb aus Blei. Es war schwer, ihnen zu entkommen. Eine Menge Beruhigungsmittel. Sie lag im Erbrochenen. Ihre Augen offen und glasig und verängstigt. Es tut mir leid, Isabel. Ich dachte, wir hätten Freunde bleiben können, als wir endlich aus dieser 0815-Knast rauskamen. Ich wünschte, du hättest länger bleiben können. Es klingt halt so ein bisschen so, wie als ob sie entweder ihren Gefühlen einen Namen gibt oder als ob sie unterschiedliche Persönlichkeiten in ihr drin hat. Weil Tessa ist die Wut, Isabel Kummer. Weiter geht der Song mit. Falls ich dich je wieder sehe, bringe ich das Bier mit. Mac Wut. Ah, nee, okay. Warum ist es Mac Wut? Tessa-Wut? Mac-Wut? Hä, ich verstehe es nicht irgendwie. Es begann mit einem Klopfen. Ich denke, ich fühlte, dass etwas nicht schlimmte, bevor Gabe überhaupt die Tür öffnete. Als gleite etwas... Ach so, nein, jetzt verstehe ich das. Das, ja, das sind die Personen, mit die damit, also von der sie das übernommen hatte. Also, sie hat quasi die Wut von Tessa übernommen, hier den Kummer von Isabel und hier auch wieder die Wut von Mac. Jetzt verstehe ich's. Okay. Ja, okay, ergibt Sinn. Clap. Ich pack den Rest später aus. Alter Shadow, stopp. Shut up, Buck. Here's a little... Oh, eine Gitarre! Nicht dein Ernst. Oh, here's a little something to say. Welcome home. Can't wait to hear your Süß! Bester Bro, true that. Oha, das ist ja wie mein Gitarrenstream, Cup. Nun gut. Danke, Natti. Super, Alex. Du bist durchgedreht und hast jemanden vor den Augen deines Bruders aufgemischt. Also, wie fühlst du dich jetzt? Let's go. When you were here before, couldn't look you in the eye. You're dressed like an angel. Your skin makes me cry. You float like a feather in a beautiful world. I wish I was special. You're so very special. But I'm a creep. I'm a weirdo. What the hell am I doing here? I don't belong here. Whatever makes you happy, whatever you want. Wow. You're so very special. God, I wish I was special. But I'm a creep. I'm a weirdo. What the hell am I doing here?
I don't belong. Are you an insider? No. I'm a Lex Scorpio. Dankeschön für 19 Monate Tier 1. Vielen, vielen Dank. Here. Du und deine verdammten Überraschungen, Gabe. Ja, nice. Also das ist doch voll schön. Nice Geschenk vom Bro auf jeden. Liebe, Liebe. Hier zu sein ist zu schön, um wahr zu sein. Das lasse ich mir von nichts kaputt machen. Yes! Exactly, Alex. Ich sollte runtergehen und die Sache mit Gabe gerade biegen. Momentchen mal! Erstmal schauen wir uns hier an, was hier noch alles ist. Die Schwester des Zweitplatzierten des großen Gummientenrennens zu sein. Kap. Ja, oder oben. Müsli, Thunfisch, ein Reiskocher, ein Toaster, ein paar Knives, Magnets. Auf Sendung vom Plattenladen aus. Wie verdammt cool ist das denn? Wow. Sieht aus, als hätte Ryan meinen Bruder in einen Vorzeigebürger verwandelt. Cool. Cool Dudes. That view, man! Da fehlt ein Puzzleteil. Das triggert mich jetzt aber mal. Okay, wenn ihr irgendwo ein Puzzleteil seht, dann können wir es da reinstecken. Ich freue mich wirklich für dich, Gabe. Ach, das ist seine Freundin. Ich freue mich wirklich für dich, Gabe. Okay. Oh, krass. Sieht aus, als hätte Gabe es echt gelesen. Süß. Der beschäftigt sich richtig, Vater zu sein. Das ist ja mega Gabe süß. Obwohl es nicht mal sein Kind ist. Er hängt sich echt rein für Ethan und Charlotte. Oder ist es sein Kind? Nee, nee, das ist, er ist ja Dad Plus. Are you winning, son? Johan. No Biscuit, danke für 5 Monate, Mann. Vielen, vielen, vielen Dank. Oh. Warte, was? Ist das ein echtes, totes Reh? Cool, I guess. Videospiel. Ist bestimmt von Ethan. Dino Racer 2? Bro, das will ich auf jeden Fall zocken. Dino Racer 2. Hm. Als ich die damals gelesen habe, war der Artstyle noch anders. Du bist anders. Hat gedauert. Charlotte hat das die gemacht? Gabe hat gesagt, sie sei Künstlerin, aber mir war nicht klar, dass er das als Beruf meinte. Ich könnte nie so viel von mir preisgeben. Krass, also eine schöne Skulptur auf jeden Fall. Plattenspieler? Wir haben den Song nie zu Ende gehört. Ein Schwert? Ist das ein Schwert? Let's go! Ein Riss. Ein klassischer, hab die Gipswand getreten Riss. Postkarte. Greetings from America. Scheint, als hätten wir beide Leute, die versuchen, uns zu helfen. Ich bin froh, dass es Gabe geholfen hat. Gabe, ich habe diesen Brief gestern erhalten. Mir geht's blendend. Falls du einen Neustart brauchst, komm hier runter. Den heiligen Strohsack. Das Essen ist großartig und du trinkst noch besser. Ich werde es nie überdrüssig zu hören. Manchmal denke ich an unser Treffen und die Jugendstrafanstalt. Sicher... Du hast mir 3-mal gesagt, ich soll mich verpissen. Aber ich habe noch nie jemanden gesehen, der jedem meiner Worte genauso zugehört hat. Ich wusste das schon, dass du mit allem zurechtkommst. Der Punkt ist, du warst der beste Junge, für den ich je Mentor war. Vergiss es nicht. Lass mich wissen, wie es mit Alex läuft. Hoffentlich findest du sie mit Liebe. Len. Okay, dann gehen wir mal... Dann gehen wir mal... In die Treppen... Los! Are you winning, son? Mascha! Dankeschön für 12 Monate! Vielen, vielen Dank! Geh mal raus, dann geh mal halt raus. Ist zu viel Sport für sie. Okay, okay, okay. I see that. Ryan, vergiss es. Lass das. Du musst dich um dich selbst kümmern. Hab Meg verarztet. Schauen wir uns dich mal an. Sieht ganz schön übel aus. Ganz besonders hier. Oh. Tut es beim Atmen weh? Alex, du bist hier. Charlotte, richtig?
Das ist ein GF. Die Sache mit dem Kampf tut mir leid. Was für ein furchtbarer erster Eindruck. Dad? Ich fahre Gabe zur Station. Wir brauchen einen Erste-Hilfe-Kasten, der aus dem aktuellen Jahrhundert ist. Ist okay, ich muss wirklich Ryan nicht... Ryan hat recht. Er weiß, was er tut. Geh mit. Die haben so geile Synchro-Stimmen, Alex, alle. Bin gleich zurück, okay? Okay. Und fort sind mein Barkeeper und mein Ersatz-Barkeeper. Das gefällt mir. Ein fallender Stern? Ja. Oder ein aufsteigender. Kommt auf den Tag an. Und wie sieht es heute aus? Bug. Steigt, fällt. Ich würde sagen, es steigt, oder? Are you in it, son? Jesse, danke für 5 Monate. Vielen, vielen Dank, Chad. Ich würde sagen, er steigt. Er steigt auf. Ganz sicher. Mein neues Leben beginnt. Oh, gut. Immer nach oben, Chad. Ich bin froh, dass Max' Dummheit nicht alles ruiniert hat. Hab gehört, dass Ethan dir einen seiner Comics gegeben hat. Er findet dich offenbar ziemlich cool. Cooler als Gabe? Aber hält er mich für cooler als Gabe? Ich glaube, du hast deine Chance. Gabe spielt aber nicht fair. Er bringt Ethan heimlich bei, wie man flucht. Rinderbraten-Spezial. Vorsicht mit der Soße. Lecker. Jed, das war nicht nötig. Ryan sagt, du lässt das Abendessen aus. Kein Künstler verhungert unter meiner Aufsicht. Ich muss jetzt los. Ich arbeite an einigen Werken für das Frühlingsfest und sie müssen heute fertig werden. So süß, Mann. Hätte gern noch geplaudert. Oh, ist okay. Echt schön, dass du hier bist. Ich freue mich darauf, dich kennenzulernen. Ich mich auch. Gern. Ciao, danke fürs Essen. Yo. Yo. Yo, Meister. Für mich ist Jed einfach nur der Baumfäller. True, er sieht wirklich aus wie so ein Baumfäller. Absolut, Mann. Yo. Oh, eine Runde Billard? Oder Turbo Kart? Ich bin hier ja gerade unterbesetzt. Ist das ein Angebot? Du hast schon in einem Restaurant gearbeitet. Ein paar Jahre Erfahrung als Kellnerin. Oh! Gabes Geschichte zustimmen, ins Reine kommen. Ins Reine. Gabe labert Scheiße. Ich habe noch nie in einem Restaurant gearbeitet. Nicht zu fassen, der Witz bald. Aber ich würde gerne arbeiten, wenn es auch ohne Erfahrung geht. Willst du es ausprobieren? Gerade ist nicht viel los. Und wir sind wirklich locker drauf hier. Okay. Okay, da würde ich auch kellnern, Real Talk. Alles klar. Das sieht doch mega entspannt aus, Mann. Also, wir müssen uns um ein paar Gäste kümmern. Ducky und Diane dort drüben. Steph sitzt hier. Und der Tisch da drüben müsste abgeräumt werden. Du kannst mir die Bestellung weitergeben. Und ich kümmere mich um alle an der Bar. Oha, okay. Okay. Es ist echt schön, dich hier zu haben. Danke. Ja, okay. Das heißt, wir haben unseren ersten Job hier. Sehen wir mal, wie es läuft. Ducky und Diane, okay. Was wollt ihr? Kann ich euch beiden etwas bringen? Der sieht aus wie der Weihnachtsmann! Ben, endlich hier, um das Geheimnis zu lüften. Hi. Ich bin Reginald McAllister. Direkt Ducky nennen mich, meine Freunde. Ehemaliger Unternehmer, jetzt wie im cool. Ruhestand. Und diese junge Dame ist Diane. Hallo. Freut mich. Ich wusste gar nicht, dass... Dass wir alle wissen, dass du hierher kommst? Ja, Gabe verbreitet gern Freundlichkeit und Information. Du bist aus Portland, richtig? Ich bin vor 6 Monaten aus DC hergezogen. Und wie gefällt dir die Kleinstadt? Irgendwie bizarr. Ich bin hier seit einem Tag und meine Jahresquote für Umarmungen ist schon erreicht. Sie ist witzig.
Diane ist Geologin und arbeitet seit kurzem als Prozessmanagerin für die Typhon Minengesellschaft. Ich bin froh, dass ich nicht der einzige Neuzugang bin. Kann ich euch vielleicht... Ey, und Benny, kriegen? Danke für 1000 Bits! Ja, wir sind super hungrig. Ich hätte gern einmal den Spezialkarten mit Pilz. Einen Cheeseburger mit Pilzen. Und mein übliches Getränk. Jet weiß schon Bescheid. Okay. Ich gebe eure Bestellung weiter. Danke. Ich hoffe, ich muss mir das jetzt nicht merken, Alter. Ich wäre der schlechteste Kellner. Typhon ist keine schlechte Firma. Oh, ist das wirklich Ryan? Sobald man sich eingewöhnt hat. Ja, das versuchen wir ständig. Meine fundierten Kenntnisse über Orientierung in der Wildnis sagen mir, dass hier wirklich viel Wildnis ist. Ja. Nicht alle einzureden. Neuer Bergarbeiter, okay. Hallo. Das wird schon. Meine fundierten Kenntnisse über Orientierung in der Wildnis sagen mir, dass hier wirklich viel Wildnis ist. Ich wurde verwarnt, weil mein Handy... Ich kann nicht mit ihm reden, oder? Bei mir. Aber es muss... Das Steph! Das ist echt mega. Schon mal was von Tetanus gehört? Ich hoffe, Ryan ist besser ausgestattet. Okay, was ist das, ein kurzer? Das sieht radioaktiv aus. Bro, das sieht aus wie die Drinks, die bei Worldwide Wohnzimmer mal haben. Bei Korrekt oder Weg. Nur $45 für die Chance, von einem Bären gefressen zu werden. Okay. Nice! So. Steph, na du ha... Oi. Ich bin Steph. Hey. Willst du was essen oder trinken? Damn, nein, Steph. Ich brauch nichts. Aber danke. Tut mir leid, dass ich im Plattenladen nicht quatschen konnte. Setz dich doch hin, dann quatschen wir jetzt. Bubber. Ist das dein kurzer? Ist das dein Shot? Was ist das? Das ist verzauberter Kiwi-Schnaps. Den bestellt sonst niemand, also bringt Gabe ihn mit dem Jukebox-Game unter die Leute. Das Jukebox-Game? Es ist wie eine Kurzversion von Wer bin ich? Nur hier geht es um Songs. Wer falsch rät, der trinkt einen Shot. LOL. Ryan und ich wollten spielen. Spielst du für ihn? Yo, okay. Safe. Erstmal ein Shot während der Arbeit. Also, ich wähle einen Song aus, du bekommst 5 Ja-Nein-Fragen und dann musst du ihn erraten. Oh, okay. Gott. Oh Gott. Alter! Marc, lass mich flirten! Flirten während der Arbeit ist erlaubt! Er meinte, ihr ist alles sehr entspannt! Hab einen. Jetzt bist du dran. Also, was willst du mich fragen? Wenn ich sie durchgehe, fällt mir bestimmt eine gute Frage ein. Junge, wie viel gibt's da? Okay, Fragen zum Cover. Ist da Bild eines Tieres? Ist ein Tier auf dem Cover? Nein, keine Tiere. Scheiße. Ach, schade. Einige davon sind echt süß. Voll, oder? Okay. Ich mach nochmal eine Frage zum Cover. Ist ein Mensch auf dem Cover? Sind Menschen auf dem Cover? Nein. Ja, nein. Okay, keine Menschen und keine Tiere. Ist der Bandname auf dem Cover? Ja. Okay. 2 Fragen hast du noch übrig. Was? Nur 2 noch? Scheiße, scheiße, scheiße. Okay. Menschen, das sind Menschen. Also weg. Song missing. Weg. Das könnte es auch sein. Oh, ist das schwierig!
Das könnte es sein. Fragen zu Liedtitel. Vier Wörter oder mehr? Schimpfwort. Hat das Lied ein Schimpfwort im Titel? Ein Schimpfwort? Würde dich das verärgern? Beantworte die Frage. Keine Schimpfwörter im Titel, Ma'am. Letzte Fuck! Frage. Ja, ist ja gut, ich weiß ja. Persönliche Frage. Nee, das bringt mich doch nicht weiter. So, pass auf. Mensch, Mensch, Tier, 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 Mensch, Tier, Mensch. Nichts, aber hat den Bandnamen nicht drin. Das ist es nicht. Mensch und Tier, Mensch, 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 Tier, Tier, Mensch. Und das ist doch auch ein und das ist doch auch ein Affe, also ein Tier. Vielleicht das? Aber das ist nicht der Bandname. Und das sind doch Menschen, oder sollen das keine Menschen sein? Also sind es Ballons. Also welche könnten es sein? Frag nach Symbol. Enthält der Bandname ein Symbol? Etwas, das nicht nur ein Buchstabe ist? Oh. Ja. Voll. Cool. Damit wären's 5. Wie lautet dein Tipp? Ja. Lass mich noch einen letzten Blick darauf werfen. Fassen wir zusammen. Der Bandname hat ein Symbol. Bro. Keine Schimpfwörter im Song. Da sind doch... Keine okay. Tiere auf dem Cover. Das ist doch aber eine Ameise! Keine Menschen auf dem Cover. Der Bandname ist auf dem Cover. Du meinst, das reicht, um es zu lösen? Mal schauen. Das ist es, oder? Also, um genau zu sein, ist da aber ein Tier drauf, denn es ist ja ein Affe drauf. Das ist ja ein Affe, ein Tier. Ist es der? Nein, ist falsch. Sorry. Okay. Dann her damit. Nicht so übel, wie er aussieht. Es war 12? War das nicht dieses Trippy-Cover? Aber da war doch kein... Da war doch nicht der Bandname auf dem Cover drauf. Ich bin verwirrt. Ich bin absolut verwirrt. Shadow! Danke für 38 Monate! Krass, der schmeckt ja sogar. Solltest du probieren. Hey, danke fürs Spielen. Hat echt Spaß gemacht. Das ist aber echt ein cooles Game, muss ich sagen. So, wir müssen jetzt zurück zur Arbeit. Hängst du viel mit Ryan rum? Zurück zur Arbeit! Hängst du viel mit Ryan rum? Außer wenn er mich für Gabe sitzen lässt. Sie holen einen Verbandskasten. Er spielt wieder den Helden. Ryan macht das jedes Mal. Liegt wohl in der Familie. Hast du von Jets Rettung gehört? Das war eine große Sache. Als er noch in der Mine war, rettete er... Ich glaube ja nicht. Alex freut sich sicher auf viele Haven-Infos. Sorry, Jet. Oh, Jet ist ein Hero. Okay. Er gibt nicht gerne damit an. Aber wenn du dich umsiehst, findest du überall Infos dazu. Interessant. Woran arbeitest du? Ist das die Liste aller Platten? Nein. Das ist mein Charakterblatt. Weißt du, was ein Lab ist? Natürlich. Ja. Live Roleplay. Action Roleplay, oder?
Real-Life-Fantasy-Kämpfe. Ja. Gabe und Ethan haben über einen LARP gesprochen. Ja, das ist nächste Woche. Sie fahren mit mir hin. Ist ihr erstes Mal. Ich bin voll aufgeregt. Meinst du, du wärst irgendwann auch mal dabei? Ja, why not? Ja, ich probier's aus. Wenn du und Gabe es mögen. Ich hab schon richtig Bock, das bald im Stream zu machen, Chat. Ihr wisst ja noch von meiner geilen Idee mit dem Spieleabenden. Und das wird auch noch umgesetzt. Und ich bin gerade noch, ich habe noch ein paar Sachen bestellt. Ich warte immer noch darauf, dass das Equipment ankommt. Und bald geht's los damit, Alter. Ich habe da so Bock drauf. Ich weiß. Ich musste nur mal Luft ablassen. Gut. Erste-Hilfe-Kasten. Ich hoffe, Ryan ist besser ausgestattet. Okay, haben wir hier noch jemanden, der verpflegt werden muss? Ein Flugblatt. Oh, hey. Jemand hat einen Kurs über mein Leben entworfen. Finding graduate in the midst of chaos. Good one. Das ist ja von gestern. Ist das Gabe's Couch? Yo, ist es, oder? Ducky, was hast du da gemacht, Alter? Das Ron, danke für dein Prime, Alter. Vielen Dank, Mann. Einschussstelle. Ist das nur ein Loch? Die haben es einfach eingerahmt, dieses Schussloch. Alter, ich frag mich, ob die Kugel noch da drin ist. Wie krass. Die sind bestimmt für die Bergarbeit. Gabe und Ethan? No, I don't think so. Ich denke, Ethan hat nächste Woche andere Sorgen. Was denn für welche? Was denn für welche, Jonas? Dankeschön für die drei, Mann. Vielleicht gehe ich irgendwann in den Zirkus, wenn ich besser mit Menschenmengen umgehen kann. Zeitung. Gibt es irgendwas, das diese Frau nicht kann? The Land. Oha, krass. Ungewöhnlich freundliche Winnings. Oh, ich würde schon gern so einen Black Lantern Burger probieren, bin ich ehrlich, Alter. Vielen, vielen, vielen Dank, Juno, für dein Prime, Mann. Danke dir. Let's go. Hold up, kamst du. Scheiße. Oh, der jetzt ist immer. Hat Mac Angst. Stimmt. Das ist Angst. Warum hat er Angst jetzt auf einmal? Wenigstens dreht er nicht durch. Dann lässt er mich nicht die Kontrolle verlieren. Wovor hat er Angst? Das würde mich interessieren. Du Idiot. Du wirst sie verlieren. Du wirst sie verlieren. Und das ist alles deine Schuld. Oh. Wenigstens damit hat er recht. Ein Verlustangst. Wow, ich habe Mac ordentlich erwischt. So, sie sagt das so, als ob sie richtig stolz drauf ist. Warte mal, was denn Arkneut? Links, rechts oder so abfallen. Bruh. Die Leute, früher war alles besser. Die Spiele früher, Doppelpunkt. Oh! Ja, okay, reicht. So. Flaschen. Aufräumen. Ja, die müssen weg. Oh nein, was will er? Er will sich entschuldigen. Scheiß, Alter. Kann ich kurz mit dir reden? Was willst du? Was willst du von mir? Hör mal. Was oben passiert ist, war komplett gestört. Von uns beiden. Hauptsächlich von dir. Das ist Bullshit. Und das weißt du. Ich habe Gabe verteidigt, und zwar vor dir. Ja. Ja, du hast recht. Riley ist auf dem Weg hierher.
Sie ist ziemlich sauer und... Was denn mit Anning, Buck? Es würde nicht helfen, alle Details auszuplanen. Ist ja so, er hat doch voll übertrieben. Du willst also, dass ich lüge, um deinen Arsch zu retten? Nein. No. Nein, lass mich. Überlass das mir. Warte, sie macht sonst sicher Schluss mit mir. Wir sind seit 4 Jahren zusammen. Sie ist das Beste, was mir je passiert ist. Bitte, hilf mir dabei. Ich weiß nicht, Mann. Scheiße. Was ist eigentlich dein Scheißproblem? Oh, hot! Mit deinem Gesicht. Ist halt so jetzt geht's los! Lass. Was hast du dir dabei gedacht? Wo ist Gabe? Was interessiert dich das? Weil mein angeblicher Freund sich gerade mit ihm geprügelt hat. Also ganz ehrlich, es reicht. Riley, ich hoffe, du hast eine gute Erklärung, hat dich nicht verdient. Du brauchst einen Mann, der dir kein Gefühl gibt von Unvertrautheit. War nicht meine Schuld. Jemand, der dich beschützt. Ich wollte nur mit ihm reden. Worüber denn? Über dich! So jemand wie mich. Warum ihr euch ständig hinter meinem Rücken trefft. Okay. Und wie kam es zu der Schlägerei? Das Arschloch hat mir einfach eine verpasst. Was? Halt's Maul! Hey, also nicht direkt eine verpasst, aber er hat eindeutig angefangen. Das stimmt nicht. Oh Gott. Warst du auch da? Mac widersprechen, weiteren Ärger vermeiden. Ganz im Ernst? Ja, ich bin auch für eins. Ich bin auch für eins. Jo. Ja, ich war da. Mac erzählt totalen Schwachsinn. Was denn, Buck? Es ist die Wahrheit! Weißt du was? Das überrascht mich wirklich kein bisschen. Was ist wirklich passiert? Mac kam reingestürmt. Beschuldigte Gabe, mit dir zu schlafen. Verpasste ihn ein. Und trat dann auch noch auf ihn ein. Riley, hör zu. Und was ist mit Max' Gesicht? Das war ich. Okay. Klingt, als hätte er es verdient. Danke, dass du mir die Wahrheit gesagt hast. Oh. Warte, was ist mit uns? Willst du mich eigentlich verarschen? Ich schäme mich gerade so sehr für dich. Sind wir noch zusammen? Was denkst du denn, du Scheißidiot? Jetzt lachst du noch, bis Mac einen von dir tötet. Als ob Mac jetzt jemanden von uns tötet! Nein! Alex Chen? Sie greifen Mac Loudon an ihrem ersten Tag hier an, hm? Ich bin Jason Pike, Deputy Sheriff. Ich muss sie zur Befragung auf die Wache nehmen. Das ist Gronkh! Mac hat Gabe angegriffen. Er ist der, den sie wollen. Dein Gesicht. Du hättest dein Gesicht sehen sollen. Oh Mann. Oh, ich mach nur Witze. Niemand steckt in Schwierigkeiten. Wie geil! Oh, Gabe und ich verarschen uns immer. Das ist so cool. Ich wurde noch nie von einem Polizisten verarscht. Sie haben mich echt erwischt. Wie in der Trollface. Freut mich, dass du darüber lachen kannst. Gronkh einfach Trollface. Willst du vielleicht einen Drink? Vielleicht. Ich bin gerade bei der Arbeit. Gut, ich bin in der Bar. Wenn du was trinken willst, komm einfach rum, okay? Ey, wie geil, wirklich. Das ist cool, Mann. Kann man hier auch wieder Dart werfen? Haven meint es ja ziemlich ernst mit diesem Fest.
10 Menschen? Jet ist ein echter Held. For unflagging courage and outstanding devotion to duty in saving 19 lives of his team. Alter, Jet hat 19 Leben in der Mine gerettet. 19 Leben! Bro, das ist krass. Das ist wirklich krass. Gutscheine für Weed? Welch glorreiche Zeiten. Yo! Verschreckt der Gast. Warum ist er verschreckt? Jet ist so bescheiden. Vielleicht gehört das dazu, wenn man ein Held ist. Yo. Hey, Jet. Ja? Ich habe eine Bestellung von Ducky und Diane. Schieß los. Och nee. Warte, Burger mit Pilzen. Nein, Cheeseburger mit Pilzen. So. Ein Cheeseburger mit Pilzen drauf. Bro, das weißt du jetzt okay. Nicht mehr. Das war vor 30 Minuten. Und? Spezialbraten mit Pommes, oder? Nee, mit Zwiebelring. Mit Zwiebelring. Es war ein Spezialbraten mit... Mit Pommes. Ja, genau. Ein Spezialbraten mit Pommes. Und, will Ducky das Übliche? Ja, will er. Er mag einen ganz bestimmten Roggenwhisky. Ich habe eine Flasche nur für ihn. Okay. Das ist komisch. Ich sehe sie nicht. Ich bin kein Experte, aber Alex sollte mit ihrem Problem keine Drogen nehmen. Finde ich zumindest. Ja, da hast du recht. Oh, Moment. Also gebe ich dir recht, Jonas. Da gebe ich dir recht. Danke für die 3 Euro, Mann. Ich wette, Ducky hat die Flasche gestern mit nach oben genommen. Er und Gabe haben nach Ladenschluss weitergebechert. Ach ja? Ja, das geschieht ihm recht, wenn du mich fragst. Aber geh ruhig hoch und such danach. Er wäre sicher dankbar. Oh, Deputy Pike war bei Ihnen und weiß vielleicht was. Falls du ihm nach dem Scherz noch traust. Na klar, das ist Gronkh. Das ist doch Deputy Pike. Hey, Alex. Bart und alt gleich Gronkh. Junge Niklas, hör doch einfach hin. Hör hin. Hast du gestern mit Ducky und Gabe rumgehangen? Wer's verraten? Ducky hat anscheinend seinen Lieblingswhisky verloren. Ist der vielleicht oben? Oh, Mist. Hast du ihn damit vielleicht gesehen? Nee, als ich ging, war er immer noch hier unten. Oh, weißt du was? Schau mal auf Gabe's Wall of Shame. Da findest du vielleicht belastende Beweismittel. Ehrlich gesagt, habe ich Ducky dort oben auch gesehen. Ich wusste es. Schau noch mal. Vielleicht findest du was. Ich bin bereit für einen Drink. Ich bin jetzt bereit für einen Drink. Wunderbar. Hey, Jet, könnten wir eine... Und fasst euch kurz. Sie ist im Dienst. Weißt du, dein Bruder spricht über deine Anreise schon seit Monaten. Den Eindruck bekomme ich auch. Ich erinnere mich genau an den Tag, als er dann... Mike, danke schön für 18 Monate dir. Wirklich? Ja, echt ziemlich herzerwärmend. Tja, ich muss jetzt wieder an die Arbeit. Bis dann, Alex. Ja, ich weiß, was du meinst, Niklas, ich weiß, was du meinst, aber ich kann es für mich sein echt nicht sagen. Ich kann es mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass wir es zu Hause aufnehmen. Okay, gehen wir mal hoch. Okay, sehen wir mal, ob ich Duckys Whisky hier oben finde. Warte, wo stand der? Der war doch safe bei der Bar, oder? Like, da oben auf diesem Kamin? Da ist er doch safe. Sieht ja alles ganz gut aus. Oh, aber Bro.
Kein Roggenwhisky. Als ob. Wo ist der Roggenwhisky? Hier? Nein. Nee. In der Schublade. Hm. Alex. Couch? Soll ich mir das wirklich ansehen? Nein, das machen wir nicht. Wir stöbern nicht bei anderen im Privaten rum. Wow, Gabe. War ja echt eine Schnitzeljagd. Anita und Eduardo. Mann, die gehörten zu den Guten. Wow, Gabe sucht schon seit einer Weile nach mir. Oh, krass. Aber du machst Beziehungen kaputt. Buck, ich mache nicht Beziehungen kaputt. Dieser Typ, der reingekommen ist und Gabe hauen wollte, macht Beziehungen kaputt. Der ist selbst schuld. Und für dummes Verhalten, dann muss er halt einfach mal auch mal die Strafe dann bekommen. Der kann ja nicht einfach hier so wutentbrannt reinstürzen und sagen so, dass... Aha. Woher wusstet ihr das, Chat? War das, weil ihr dieses Foto gesehen habt, dass sie da auf der Couch abhing gestern? Weil ihr könnt das doch noch gar nicht wissen, ihr kleinen Schlingel. Den habe ich oben gefunden. In Gabes Couch. Wirklich? War wohl eine wilde Nacht. Vielen Dank, Alex. Gern geschehen. Aber gern geschehen, Ducky. Darf ich wilde eingießen? Oh nein, nein. Die Ehre gebührt mir. Okay. Chill. Auf Miss Alex Chen, die beste Detektivin der Welt. Auf Alex. Prost. Are you in it, son? Oh ho, abo foul. Police light. Vera, and Vorliebe, the Godly Club. Queen Alida, danke für 13 Monate. Vielen Dank dir. Ich sollte ihn fragen, ob er noch was braucht. Mein Dad war in der Armee. Hey! Fertig mit allem, was du tun wolltest? Ja. Ja, ich habe mich um alles gekümmert, was du erwähnt hast. Gibt es noch etwas, das ich tun soll? Nee, die Jungs sind gleich zurück. Oha, und da kommt sie einfach in dem Moment rein. Wie fühlst du dich? Weder gut, noch schlecht. Alex ist für dich eingesprungen. Echt jetzt? Wir müssen reden. Hä? Ich warte auf dem Dach, okay? Was ist jetzt? Okay. Das wär's dann für heute. Das lief doch toll. Du wärst eine super Ergänzung fürs Team. Abgesehen davon kannst du eine Menge vertragen. Harry Otter, danke für 5 Monate. Danke, Mann. Man lässt einen verletzten Mann nicht so lange warten. Schau lieber mal nach ihm. Danke. Na dann, bis morgen. Irgendjemand meinte gerade, dass sich die Person, okay, wo ein Punkt drüber ist... Ich sollte mit Gabe reden. Da ich das da die Gedanken lesen kann, das checke ich gleich mal aus. Sie geht hoch. Oh, Bro, ich wollte es doch mal testen. Okay. Oh, Sonnenuntergang. Ist es Lavendel? Deinem Kinn. Wie geht's deinem Kinn? Tut es sehr weh? Hey. Buck.
Hör mal, Gabe, es tut mir wirklich so leid. Buck, du möchtest nicht, dass ich irgendeine Beziehung zerstöre von irgendeinem Random in diesem Dorf, aber du willst, dass die beiden, Schwester und Bruder, zusammenkommen? Ein Bier. Da zischen wir erstmal eins weg. Let's go. Was? Ich. Hast du das geübt? Der Move war doch geplant. Nein. Naja, nur so halb. Nein! Also, brauchst du einen Manager für deine Cage-Writer-Karriere? Gabe, es tut mir so leid. Wie vielen Leuten hast du schon, naja, die Knochen gebrochen? Mann, es tut mir so leid. Ich wollte dir nicht wehtun. Entschuldige dich nicht. Mir geht's gut. Aber wo wir gerade davon reden... Mir war nie klar... Dass ich verrückt bin? Dass ich ein verrückter Mensch bin? Nein, komm schon. Mir war nie klar, was du durchgemacht hast. So ganz allein. War schon okay. Als ich dich von Mac weggezogen habe, du mich geschlagen hast, war ich wütend. Aber wie du ihn auseinandergenommen hast... Ich stelle die Szene nochmal nach. Gemacht. Bau, 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 bau. Kinder in Heimen prügeln sich. Oft. Ich habe gelernt, mich zu verteidigen. Scheint so. Ich kann sehen, dass du zu kämpfen hast. Etwas quält dich. Willst du darüber reden? Ich will ja mit Gabe reden. Aber was soll ich ihm nur sagen, um die Sache mit Mac zu erklären? Von deiner Vergangenheit erzählen, ihm von deiner Kraft erzählen. Was würdet ihr sagen, Chat? Von der Vergangenheit erzählen oder von der Kraft? Erzähl von der Kraft, 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 Kraft. Okay, yo. Das klingt auch legit. Dann versteht es. 3, 1 überziehen. Mara, danke für dein Prime. Vielen, vielen Dank. Mit mir. Stimmt. Etwas nicht. Ich weiß, was andere Leute fühlen. Ich kann eine Aura um sie herum sehen. Und wenn die Gefühle stark genug sind, wenn sie wütend oder traurig oder ängstlich sind, fühle ich es auch. Und verliere die Kontrolle. Und das passiert... Schon sehr lange. Wie bei Mac. Ich spürte all die Wut, als wäre es meine. Ich denke, dass Macs Wut recht offensichtlich war. Dahinter steckt mehr. Er war nicht nur wütend auf dich, sondern auch auf sich selbst. Er denkt, er wird Riley verlieren. Hast du das von Riley? Nein, niemand hat's mir erzählt. Ich fühl's. Krass. Mal gucken, ob er ihr das glaubt. Da bin ich mal sehr gespannt. Weil es ist ja schon eine krasse Sache so an sich. Sicher, dass es nicht...
Es ist nicht nur in meinem Kopf, Gabe. Versprochen. Es liegt nicht an Stress, Medikamenten, Trauma oder sonst was. Es ist real. Kannst du mir sagen, was ich gerade fühle? Du brauchst mehr Bier. So funktioniert das nicht. Es geht nur, wenn du starke Emotionen fühlst. Oh. Ich erwarte nicht, dass du mir glaubst. Das tut niemand. Userman, Digga. Du fühlst also wirklich, was andere Leute fühlen? Ja. Du gehst sozusagen in ihr Herz. Ich denke schon. Alter, du hast Superkräfte. Auf die Fresse kriegen und keine Freunde haben? Das ist ein Superfluch, Alter. Okay, okay. Superkräfte ist vielleicht zu viel. Superman. Aber ich weiß die meiste Zeit nicht, was mit den Leuten los ist. Charlotte versucht mir beizubringen, meine emotionale Intelligenz zu erhöhen, aber das ist ein anderes Level. Ich meine, du verstehst sie so richtig. Das ist echt besonders. Na, schon krass. Also, ist schon eine geile Eigenschaft auf jeden Fall. Besonders? Hä? Ich kann nichts auswählen! Hä? Oh, jetzt. Besonders? Das ist alles, was du dazu sagst? Absolut. Ich meine, es ist, was du draus machst, oder? Aber es ist egal, was passiert. Ich bin für dich da. Vergiss das nicht. Findet ihr das jetzt cute oder? Ja, ich denke schon. Hübsch. Und jetzt komm her. Alter, Chad. Mann, das sind also, Geschwister. Wann wolltest du mir von der Gitarre erzählen? Oh, shit. Du hast sie gefunden. Sollte eine riesige Überraschung werden. Überraschung? Und? Was denkst du? Die ist scheiße. Ich liebe sie. Vielen Dank, wirklich. Kein Ding. Willkommen daheim. Oh, hey, was ist los? Hey. Hä? Ist Ethan hier? Nein! Nein, er wollte nach Haus. Das war er, aber... Oh, nein! Oh, er sollte doch nicht rumstreunern. Ich suche ihn. Gabe, warte. Vorhin... Da habe ich mit Ethan gesprochen. Da meinte er, er will in die Berge und die Alkemine auschecken. Oh nein, oh nein, oh nein! Sammy, was ist mit dir? Er ist endlich tot, ey! Tut mir leid. Wenn er wirklich da oben ist, müssen wir uns beeilen. Los. Oh nein. Okay, dann los. Oh oh, heute sind doch Sprengungsarbeiten auch. Keine Sorge, Ethan wurde von einer 2 Meter großen Papierlady... Userman, das ist das andere Game. Mann, Alter, wirklich. Oh nein! Ethan! Komm schon, geh ran, geh ran.
Da sind die Minen, das sieht eher aus wie eine verlassene Kirche oder so. Oh fuck. Hier lang. Wow. Das ist doch keine Mine, das ist eine Lagerhalle. Ich bin nicht mehr hier. Wie sehr sollten wir uns sorgen? Sollte ich jetzt... Eine Fabrik, genau. Weiß nicht, total ausflippen? Hey, meiner Erfahrung nach sollte man es immer vermeiden, auszuflippen. Ryan. Hat's geklappt? Ich habe das Sicherheitsteam vor Ort kontaktiert. Sie verzögern die Sprengung, bis wir ihn gefunden haben. Ach, wenigstens haben wir so keinen Zeitdruck. Hey, alles okay? Charlotte dreht gerade bestimmt durch. Hey, sie ist tough. War sie schon immer. Na komm, lass uns suchen. Okay, let's go. Okay, Gurti. Dieser Bengel. Kannst du dir vorstellen, was wir uns von Papa eingefangen hätten, wenn wir an seiner Stelle wären? Rechts, links. Aber auf dem Arsch. Oh. Ich hätte was sagen sollen. Viel früher. Tut mir leid. Als er sagte, er will zur alten Mine, da dachte ich... Alex, es ist okay. Woher solltest du es wissen? Ist nicht deine Schuld. Ja. Muss man eben ganz kurz die Fenster aufmachen, Chat. Aber dennoch. Ich werde mich umsehen. Sagt Bescheid, wenn ihr etwas findet, okay? Klar. Ich... Goatee. Schau mich um. Ich frag mich, wie Ethan in die Mine kommen wollte. Know about rolling down in the deep. When the brain goes numb, you can call a mental freak. Sicherheitsposter. Nein, nein. Oh nein, alles nicht nein. Dabei. Sehr gut, und wir sind safe. Cool. Eine Mörderscheune. Junge, hier werden so hart Leichen verschanzt. Wer ist da? Wer ist das? Vielleicht braucht Julie McNamara deine Anerkennung gar nicht. Julie McNamara is a fucking skank. What the fuck, das ist ein Zombie! Wie kann der Gummizombie das ungruseligste Ding hier draußen sein? True. Hey, Bro. Lass uns bei der alten Mine die Kante geben. So aus der Nähe betrachtet, wirken diese Bergbaugeräte schon ziemlich mörderisch. Das wahre Monster ist der Alkoholkonsum Minderjähriger. Not false! Maschine, okay. Erst finden wir Ethan, aber danach mache ich damit auf jeden Fall eine Spritztour. Was ist das? Ein Helm! Sieht schön mitgenommen aus, was damit wohl passiert ist. Nick, hast du nicht etwas Wichtiges vergessen? Mach die Tür zu. Nee, Jonas, ich muss die Tür mal offen lassen, damit das hier ein bisschen frisch durchgeht. Ich hab dich, ganz Sorry, ruhig. Bro. Alles wird gut. Oh Gott, scheiße, wir leben noch. Waren das alle? Ich muss durchzählen. Ah, das war Jet, als er die gerettet hat. Von dem Helm. Damit zu fahren macht bestimmt weniger Spaß, als man denkt. Okay, warte, jetzt kann ich die Gedanken von Gabe und von Ryan lesen. Alex, warum? Warum hast du mich? Es bringt nichts, irgendwem die Schuld zu geben. Wir müssen ihn einfach finden. Schnell. Er hat recht. Komm schon, Ryan. Alle verlassen sich auf dich. Ryan lässt sich von seiner Angst nicht aufhalten. Ich bin froh, dass er hier ist. Stell dir vor, du sitzt da unten fest. Das ist die Mine? Was ist hier passiert? Ach du Scheiße! Einsturz. Eingeschlossene Bergarbeiter. Wären fast gestorben. Das ist fucking creepy, Bro! Jet führte alle wieder an die Oberfläche. Gott. Ja, und Vorarbeiter Jet wurde zum örtlichen Helden Jet. Daraufhin hat Typhon diese Anlage geschlossen. Und Jet konnte die Black Lantern kaufen. Huh. Wow! Das ist krank! Until Dawn Vibes, true! Ah, davon hat er sich inspirieren lassen. Lol. Das ist ein Symbol.
Dient dieser Ort als Grundlage für Ethans Comic? Okay, was passiert dann als nächstes? Another okay, wenn way. Diese Wand eine Illusion ist... Zombie? Oh, der verrät mir ja einfach alles. Keine Spur. Vielleicht kommen die Wendigos. Oh, check's bitte nicht. Fällt dir was auf? Wie krass. Das gibt's doch nicht. Die ganze Story handelt von Ethans Figur, die in seine Monsterfestung eindringt, tief unter der Erde. Das könnte die Mine sein. Sieht man, wohin er ist? Weiß nicht. Der Comic endet, als der Monsterjäger auf einen Wachturm klettert, der ihm zeigt, wo er hin muss. Da ist er! Das Silo. Ich wette, da ist der Turm. Da wird er sein. Du bist ein Genie. Ja. Gut gesehen, Alex. Gabe, willst du versuchen, das Tor aufzuschließen? Schon dabei. Wir sollten durch das Aufbereitungsgebäude dahin kommen, wenn wir es irgendwie reinschaffen. Komm, wir schauen mal. Okay. Ethans Comic basiert auf diesem Ort. Vielleicht sollte ich seine Zeichnungen mit anderen Dingen in der Umgebung vergleichen. So, also vergleichen. Wenn der Zombie also hier ist, dann... Dann... Falls Ethan wirklich dem Weg in seinem Comic folgt, macht es die Suche viel einfacher. Dann kann man das Ding doch da hinten zurückschieben, oder? Hier? Komm schon! Warte, also... Ist Ethan... Oh, Mann. Geht das? Jo! Denkst du, hier ist eine Seitentür oder so? Ich weiß nicht. Es wäre möglich. Hilf mir mal. Klar. Ah! Geil! Das hast du im Comic gefunden? Ich versuche, das Licht einzuschalten. Finde du heraus, wo Ethan ist. Okay, das ist schon echt creepy. Warum geht man da als freiwillig, als kleiner Junge alleine hin? Digga, das ist so creepy. Ethan ist bestimmt hier lang gegangen. Aber wie ist er wieder rausgekommen? Oh! Blaze legalized! Da habe ich gute Nachrichten für dich. Telefon? Anne, alles okay? Tut mir leid, dass ich dich auf der Arbeit störe. Ich war gerade beim Arzt. Ich konnte nicht warten, bis du nach Hause kommst. Liebling? Ich bin schwanger, Jet. Ich glaub, Jet, aber ab dem Zeitpunkt Zigaretten holen! Anne, Jets Frau, Ryans Mutter. Wo ist sie hin? Pimpuff, Jet! Ich würde gerne alle Knöpfe drücken. Gleichzeitig traue ich mich nicht, auch nur einen zu drücken. Tode. Das ist hoffentlich kein schlechtes Omen. Also ich kann es so sagen. Wenn ich Valorant spiele, gibt es nie einen schlechten Omen. Matratze. Ich glaube, Thanor bekämpft bestimmt keine Bettwanzen. Na gut, das stimmt. Hintertür. Ich frage mich, wie man die wohl öffnet. Gibt es hier irgendwo einen Schalter? Overalls. So viel Zeug. Einfach zurückgelassen. Also fucking Lost Place? Okay, das geht das Ding da? Hat seine besten Tage hinter sich. So wie ich, ne, Chat? Jackson, yo, danke für 6 Monate, Mann. Vielen, vielen Dank. Ein Versuch war's wert, oder?
Ethan muss irgendwo anders durchgekommen sein. Mal sehen, ob ich's rausfinden kann. Oh, ich hab gerade so Bock auf einen Bubble Tea, Chat. Wer in Köln holt mir einen Bubble Tea und bringt ihn mir? Danke, Chat. Ich kann immer auf euch zählen. Hi, gruselige Bruchbude. Stürz bitte nicht ein, solange wir hier drin sind, ja? Danke. Flink? Die haben keine Bubble Teas. Oh mein Gott, wenn es bei Gorillas Bubble Tea geben würde. Dude! Okay, Kate, bis gleich. Das kam im Comic nicht vor. Eine Lunchbox. Hoffentlich sind da Twinkies drin. Die schimmeln wenigstens nicht. Das weiß man auch von Zombieland, genau. Okay, jetzt, wo ist denn der Pipiga? Oh, nee. Das Yikes-Chatter. The Yikes-Chatter-Guy. Ethan ist bestimmt nach oben gegangen. Ich glaube echt, dass Ethan hier hochge... Treppelkuss. Warnposter, okay. Der Laden war also schon eine Todesfalle, als er noch in Betrieb war. By the way, Chad, solche Gerüste und solche Minensachen gibt es in NRW ultra viel. Es gibt ja dieses Ruhrgebiet. Bro, es gibt so krass viel in Duisburg und überall gibt es so Zeche Zollverein, heißt es. Und da gibt es überall voll diese Gerüste überall. Bodenplatte. Ist nicht im Comic. Let's go there. Ich habe wirklich mal überlegt, ob wir mal einen IRL-Stream ins Ruhrgebiet machen. Weil das ist bestimmt schon richtig sick, mal. Fensters, Bro. Silo. Wir kommen der Sache näher. Förderband. Ja, das ist es doch. Im IRL sterben. Nein, ich will nicht sterben, Chat. Aber da gibt es so ein Tetraedon. Das ist so ein Dreieck auf so einem Berg. Das sieht mega sick aus. Da würde ich halt hingehen. Okay, let's go. Herwold. Okay, go team. Ist von hier auf das Förderband gesprungen? Herwold, danke schön für 5 verschenkte Subs. Chat, Ding ist die Glove für Herwold in den Chat. Please. Danke dir, Mann. Vielen Dank für den Support, Mate. Ich bin über das Förderband raus zum Silo geklettert. Achtung. Nice. Hey, cool. Du hast die Tür geknallt. Ja, man muss sie anscheinend öffnen. Krass, oder? Okay, let's go. So, wie komme ich da jetzt aber nur... Wie komme ich da jetzt nur hin? Ja, wie nur... vielleicht hier lang gehen? Vielleicht muss ich mich in dieser toten Krähe reiben. Ah, da können wir lang. Oh no. So, gehen. Yo, wie cool er da an der Wand steht. Ich bin Mr. Cool. Schlösser knacken verlernt man nicht. Ist wie Fahrradfahren. Wohin als nächstes? Ich hab verlernt, wie man Fahrrad fährt. That glow beyond the peak. That must be the stronghold's back again. Feanor schaut aus dem Wachturm und entdeckt den geheimen Eingang zur Festung. Wenn wir nur
Da. Da muss er sein. Oh, das ist bei der Schlucht. Scheiße. Da gibt's die Sprengung. Kommt schon. Los! Kommt mit! Oh oh. Wieso wird in der Nacht gesprengt? Sind wir da dran? Weil. Ich glaub schon. Weil die. Das sind quasi die, also die, die es sprengen, die können halt nur in der Nacht sehen. Ethan! Und deswegen müssen die nachts in die Mine, weil das dann für die dann hell ist. Nein, okay, eigentlich ist es so, damit es, weil es ist ja sehr laut und weil die Leute halt schlafen und die wollen die halt alle, ja, die wollen die alle Trollfacen so. Die wollen halt alle er lebt! Ethan! Alex! Ich hab Angst! Oh, Ethan! Ethan, ich bin unterwegs! Moment! Warte. Ethan? Alles okay? Keine Sorge, wir bringen dich in Sicherheit. Bin gleich da. Oh, keine gute Idee. Keine gute Idee, Ryan. Oh! Nein, 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 nein! Er hat so große Angst. Wenn ich ihm zu nahe komme... Das klappt nicht. Wir sind zu schwer. Oh nein, sie muss darüber, aber gleichzeitig kriegt sie dann Ultra-Angst, wenn sie seiner Nähe ist. Was ist mit mir? Alex, bist du dir sicher? Erinnerst du dich noch daran, wie man ein Sicherungsseil anbringt? Man sichert das Seil. Zeig's mir. Alles okay? Mir geht's gut. Ja. Ja, alles gut. Bist du sicher? Wenn nicht, ist auch okay. Nein, alles okay. Oh, er ist so süß, Digga. Er ist so süß. Weißt du, das sagst du. Der Boy, der G! Nein, ich sage für 3 Monate schon. Vivi, dank dir. Kuss, Bro. Alex. Kannst du mir bitte in die Augen sehen? Ich bind dieses Seil jetzt um deine Taille. Dein Bruder hält das andere Ende fest. Um meine Taille? Er nutzt den Baumstumpf als Angelpunkt, um dir jederzeit mehr Seil zu geben. Verstanden? Denk schon. Sehr gut. Du machst das super. Und denk dran. Bleib konzentriert. Dann geht alles glatt. Ah ja. Kinderspiel. Okay. Machen wir mal. Kinderspiel. Oh shit, sie wird fucking Angst schieben gleich. Sie wird Angst bekommen gleich, hundertprozentig. Junge. Das, was ich immer nicht verstehe, ist, so die Leute, die gehen da immer so rüber, balancieren da so im Stehen. Wisst ihr, wie ich das machen würde? Ich würde mich da einfach so rauflegen mit meinem Bauch und mich dann so lang robben. Ich würde einfach so auf meinem Bauch mich da lang robben. Halt durch, Ethan. Oder ich würde da einfach... Ja, komm. Ich komme. Hä? Warum, Chad? Das ist doch voll smart. Egal. Du schaffst das, Alex. Dann kann man nicht runterfallen. Das geht rein physikalisch nicht. Ich bin für dich da, okay? Nein! Geh weg!
Ziel. Ich muss dafür sorgen, dass er sich beruhigt. Ethan! Ethan, du musst dich beruhigen. Atme mal tief durch. Ich hätte niemals herkommen sollen. Ich war so dumm. Okay, hey, konzentrier dich. Sprich mit mir. Willst du mir erzählen, wie du es hergeschafft hast? Ich wollte rüber auf die andere Seite. Dann fiel der Baumstamm runter. Alles gut. Ist okay. Reden wir darüber, was wir jetzt machen. Gelb ist unser Anker. Ich kann echt gut balancieren. Ich lass dich nicht fallen, okay? Hast du gesehen, wie ich über den Stamm gelaufen bin? Ich habe ein super Gleichgewicht. Nein. Oh. Ich kann hören, dass es da unten ist. Was? Was hörst du? Was? Egal. Erst muss ich ihn... Was? Wir können hier nicht bleiben, Ethan. Wir müssen... Es wird mich sehen. Wenn ich mich bewege, sieht es mich. Was muss ich denn sehen? Du verstehst das nicht. Er hat recht. Das tue ich nicht. Ich kann ihm nicht helfen, wenn ich nicht verstehe, wovor er Angst hat. Und der einzige Weg ist zu verstehen... Der Wendigo? ...ist zu fühlen, was er fühlt. Oh Gott! Ach, fuck. Ich kann nicht fassen, dass das passiert. Ich schaffe das. Ich krieg das hin. Oh nein. Shit. Oh mein Gott. Was passiert mit mir? Es ist, als würde ich die Welt durch seine Augen sehen. Ich dachte, ich könnte das Monster jagen. Aber... Es jagt mich. Sie jagt mich. What the fuck? Fühle nicht nur, was Ethan fühlt. Ich sehe die Welt so, wie er sie sieht. Holy shit! Ich habe all diesen Kram mitgebracht. Nichts davon wird mich retten. Die neunte Wächterin hätte keine Angst. Aber sie ist nicht real. Das Monster schon. Bro, Alter, was ist mit ihm? Er hat keine Angst zu fallen. Er hat Angst vor... Shit! Es darf mich nicht sehen! Es darf mich nicht sehen! Das kann doch nicht sein. Oh, aber es sieht verdammt echt aus. Hey! Hey! Ich sehe es auch, Ethan. Das Monster. Ich sehe es auch. Und ich habe auch Angst davor. Aber Ethan, es gibt keine Gefahr. Weißt du warum? Es kann mich nicht sehen. Armreif des Verschwindens. Genau wie die neunte Wächterin. Was? Ich dachte, das war nur eine Geschichte. Bro, was für ein Trip? Wie Monster. Was für ein Trip? Also, du nimmst... Jetzt meine Hand, okay? Solange du dich an mir festhältst, passiert nichts. Schau nicht runter, okay? Es sind nur ein paar Meter. Oh oh. Oh Gott. Okay. Junge! Ein Schritt nach dem anderen. Alex? Ja, Ethan? Ich habe immer noch so doll Angst. Alex? Scheiße. Ich donnerwall ihn einfach. Glaubst du, der Stamm hält?
Keine Sorge. Denk dran, ich bin den Weg schon mal gelaufen. Er könnte trotzdem brechen. Unsere Emotionen sind verbunden. Ich muss ihn beruhigen. Sorry, ich wusste nicht, dass es gehen kann. Wir sind so ein Bepeger, wirklich. Los. Bro, noch langsamer? Nein! Nein! Ethan! Ryan! Alles gut. Halt fest. Ich bin fast da. Na komm! Ganz ruhig. Alles klar. Geschafft. Ich hab dich. Ich warte. We got it. Gleich kommt das Monster wieder. Mann, das Monster gibt es nicht. Oh oh. Oh oh. Die Sprengung. Ja, Gabe ist tot. Das ist nicht meine Schuld, Chat. Was findet ihr daran witzig? Mann! Okay. Alex hat Gabe von Ethans Plan erzählt. Alex hat Ethans Plan für sich behalten. 52%. Mehr als die Hälfte haben es gemacht. Hat ihn umgebracht. Das werde ich ihm nie verzeihen. Warum hat Ethan ihn umgebracht? Ach so, weil er ihn abgeschnitten hat. Der war eh schon tot. Alex hat Riley die Wahrheit gesagt. Gucky. Alex hat Gabe von ihrer Kraft erzählt. Jo, Chat, also wir haben uns auf jeden Fall wie die Mehrheit entschieden. Gut, gut, gut. Okay. Aha, 96. Du hast zu lange gebraucht, Real Dude. Wie soll das gehen, wenn keiner das Game gespielt hat? Actually true. Ach nee. Das waren Weltstatistiken. Hä, wie krass. Guck mal, keiner von meinen Steam-Freunden hat dieses Spiel bisher gespielt. Warum hat sich das denn noch niemand geholt? Weil es noch nicht raus ist!
Okay, warte, Chat. Okay, das war das erste Kapitel. Chat, das war Chapter Nummer 1, okay?